Sie sind hier, 15. August 2018, 8.13 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Davide Capello stand früher in Cagliari unter Vertrag, Urheberrecht Imago. Ex-Profi Davide Capello erlebt den dramatischen Brückeneinsturz in Genua mit und bleibt wie durch ein Wunder unverletzt. Er schildert die entscheidenden Sekunden. Ein ehemaliger Fußballprofi hat das tragische Brückenunglück in der italienischen Stadt Genua, bei dem mindestens 31 Menschen ums Leben kamen, überlebt. Ex-Torhüter Davide Capello, 2 Spiele für Cagliari Calcio, befand sich im Moment des Zusammenbruchs mitten auf der Brücke und überlebt wie durch ein Wunder. Zuerst hörte ich ein Geräusch, dann brach alles zusammen. 30 Meter Flug und dann blieb das Auto zwischen den Säulen und den Trümmern stecken. Es ist unglaublich, ich habe keinen Kratzer abbekommen, schilderte Capello dem italienischen TV-Sender Sky TG 24 die dramatischen Sekunden. Noch im Auto feststeckend rief der 33-Jährige seinen Vater an. Papa, eine Brücke ist eingestürzt und ich bin mit dem Auto abgestürzt. Keine Sorge, ich bin in Sicherheit, von Rettungskräften wurde Capello dann befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Während er körperlich unversehrt blieb, sitzt der Schock noch tief. Ich bin oft auf dieser Straße gereist, sie ist eine der meistbefahrensten in Italien. Ich sah die Straße einbrechen, es war ein großer Schrecken. Ich weiß nicht, wie mein Auto nicht zerquetscht wurde. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr